Respekt ist nicht etwas, das du jemals in deinem Leben einfordern kannst. Du kannst ihn dir nur verdienen. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Eltern, Lehrer, spirituelle Lehrer, politische Führer oder Gott selbst handelt, der herunterkam und etwas Dummes sagte. Du musst in der Lage sein, ihn zu hinterfragen. Wenn du eine solche Verantwortung hast, musst du sicherstellen, dass Wahrheit die einzige Autorität ist. Autorität ist nicht die Wahrheit. Sadhguru, was schlägst du vor, wie wir Autoritäten angemessen in Frage stellen können, ohne ihnen gegenüber respektlos zu sein? Denn von Kindheit an wurde uns beigebracht, den Älteren zu gehorchen, weil sie es besser wissen und Recht haben. Was denkst du? Also ich spreche nicht nur im Zusammenhang mit Eltern. Es könnten politische Führer, Wissenschaftler, Experten sein. Ich auch. Auch spirituelle Führer. Wie hinterfragen wir sie, um über das traditionelle Paradigma hinauszukommen? Genau so, wie du es jetzt tust. Ohne respektlos zu sein. Ja, ich verstehe. Aber es ist möglich, dass sie es als Infragestellung ihrer Autorität auffassen. Respekt ist nicht etwas, das du jemals in deinem Leben einfordern kannst. Bitte tue niemals eine solche Vulgarität, dass du Respekt einforderst. Du kannst ihn dir nur verdienen. Du kannst ihn nicht fordern. In dem Moment, in dem du ihn einforderst, wird es vulgär. Ja oder nein? Du stehst also eine Stufe höher als jemand und du forderst Respekt. Oder die einzig dumme Sache, die du getan hast, ist, dass du ein paar Jahre früher als jemand anders hierher gekommen bist. Und du forderst, ich bin der Ranghöhere. Das kommt sicherlich auch auf dem College vor. Hm? Ein Jahr älter bin ich. Hey, du respektierst mich besser. Nur ein Jahr früher bin ich an die Schule gekommen und jetzt bin ich der Ranghöhere, okay? Es ist also eine unglückliche Realität, die sich in der Welt etabliert hat, dass wir im Namen der Religion, im Namen der Autorität, im Namen der Elternschaft auf viele verschiedene Arten zu etablieren versucht haben. Autorität ist die Wahrheit. Nein, Autorität ist nicht die Wahrheit. Wahrheit ist die einzige Autorität. Das ist der Grund für Youth and Truth. Wahrheit ist die einzige Autorität. Nichts anderes ist die Autorität. Wenn ich also eine Frage stelle, dann flippt jemand aus. Schau, wenn du eine Frage stellst, flippt jemand aus, weil er die Antwort nicht kennt. Stell dir vor, du sitzt in deiner Prüfung und schaust auf den Fragebogen. Du weißt gar nichts. Drehst du da nicht durch? Just like that they're freaking. Why don't you understand? Genau so drehen sie durch. Warum verstehst du das nicht? Hallo. Schau, sie haben dir einen Fragebogen gegeben, du hast keine Ahnung, drehst du durch oder nicht? Ebenso drehen sie auch durch. Du musst es also verstehen, ein wenig mitfühlend zu sein. Wenn du eine Frage stellst und jemand ausflippt, bedeutet das, dass er offensichtlich keine Antwort hat. Du musst also mitfühlend und rücksichtsvoll sein, denn sie sind deine Vorgesetzten, okay? Sie sind vor dir gekommen, aber sie sind nicht besser als du, also flippen sie ein bisschen aus. Bitte mach ein wenig Platz für sie. Was kann man tun? Sie sind ein bisschen größer gewachsen als du. Aber gleichzeitig gibt es für niemanden einen Grund, dem zu unterliegen. Es ist schon in Ordnung, es gibt keinen Grund, Menschen zu konfrontieren. Eine Frage ist zunächst einmal, schau, eine Frage ist ein Werkzeug. Eine Frage ist ein Werkzeug, um etwas tiefer zu graben, nicht wahr? Hallo? Aber jemand stellt eine Frage, um einen Standpunkt zu beweisen. Das ist nicht gut. Stelle also keine Frage an deine Eltern oder jemand anderen, nur um deinen Standpunkt zu beweisen. Nein, stelle eine Frage, weil es eine echte Frage ist. Deshalb fragten mich die Leute, Sadhguru, was für Fragen können wir stellen, was können wir nicht fragen? Ich sagte, selbst die dümmste Frage, die du hast, wenn sie dir etwas bedeutet, bedeutet sie auch mir etwas. Wenn sie dir nichts bedeutet, dann frag nicht so dumme Sachen, weil es mir auch nichts bedeutet. Aber wenn es dir etwas bedeutet, vielleicht ist es eine dumme Frage, jemand denkt, es sei eine dumme Frage, aber es bedeutet etwas für dein Leben, dann bedeutet es viel für mich.
Also bitte stelle sicher, dass deine Fragen aufrichtig sind, egal ob du einen Elternteil, einen politischen Führer oder einen spirituellen Führer fragst. Es spielt keine Rolle, wem zum Teufel du eine Frage stellst. Wenn du eine Frage stellst, musst du verstehen, der Zweck, eine Frage zu stellen, besteht darin, dich von dem, was du weißt, zu entfernen und ein Gebiet zu betreten, in dem du nichts weißt. Das ist die Idee des Fragens. Aber wenn du eine Frage stellst, um ihnen zu beweisen, dass sie dumm sind, dann werden sie vielleicht wütend. Schau, du betrittst jetzt ihr Territorium. Aber du musst sicherstellen, dass du in deinem Leben, denn in deinem Leben geht es nicht nur um dein Leben, sondern wie du dein Leben führst, bestimmt die Natur dieser Welt. Ist es nicht so? Wenn du eine solche Verantwortung hast, musst du sicherstellen, dass Wahrheit die einzige Autorität ist. Autorität ist nicht die Wahrheit. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Eltern oder Lehrer oder spirituelle Lehrer, politische Führer handelt oder ob Gott selbst herunterkam und er etwas Dummes sagte. Du musst in der Lage sein, ihn zu hinterfragen. Das ist die Natur dieser Kultur. Schau, selbst als jene Wesen, die wir für göttlich hielten, kamen, haben wir ihnen in Indien nur Fragen gestellt. Endlose Fragen. Als Shiva kam, quälte ihn seine Frau Parvati mit 1 Million Fragen. Als Krishna kam, stellte Arjuna 1000 Fragen. Fragen und Fragen und Fragen. Ich muss euch das erzählen. Wir wanderten in Tibet. Eine Gruppe von Menschen aus fast 42 verschiedenen Ländern. Ein indischer Mann, der sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte, wollte also eine Frage stellen. Ich sagte, ihr könnt Fragen stellen, und sofort hob er die Hand und stand auf. Er stellte eine Frage, die über 8 Minuten dauerte, und sie ging noch weiter. Ich sagte, schau, das ist eine zu lange Frage. Dann sagte ich zu den anderen, weil sie alle so aussahen, weil sie aus verschiedenen Nationen kommen, sie können diese Frage nicht verstehen. Ich sagte, schau, das ist eine sehr indische Frage. Eine Frage innerhalb einer Frage, innerhalb einer Frage, innerhalb einer Frage, innerhalb einer Frage. Inder sind Experten darin, denn sie haben eine 15.000 Jahre alte Kultur. So haben sie Fragen wie diese entwickelt. Es spielt keine Rolle, ob Shiva oder Krishna kommt, sie wollen ihm einen Googly zuwerfen. Das ist die ganze Absicht. Also sagte ich, schau, das ist eine indische Frage, und ich versuchte ihnen zu erklären, was ein indischer Geist ist und warum er solche Fragen stellt. So viel Kultur. Dann sagt eine Chinesin, Sadhguru, ich habe bei den Vereinten Nationen gearbeitet, und selbst dort stellt nur Inder Fragen. Wir stellen nie Fragen, nur die Inder stellen die ganze Zeit Fragen. Ich sagte, das ist Indien.